Servus Leute, heute ein kleines Monster Hunter Commentary. Ich habe jetzt endlich Zeit gefunden, das Spiel mal anzufangen, nachdem das schon einen Monat bei mir rumliegt. Und bisher habe ich mich jetzt schon wieder eingespielt. Ich habe die letzten Teile immer auf der PSP gespielt. Und wir nehmen mal hier die Quest an. Und zwar könnt ihr da erkennen, also wer sich auskennt, wisst ihr ja, ihr könnt Monster töten, aber was viele nie wissen, ihr könnt Monster sogar einfangen. Und das hat zur Folge, dass ihr eine bessere Questbelohnung bekommt. Ihr könnt die aber dann nicht mehr ausnehmen. Also sprich nicht mehr ausweiten, also sprich die Innereien und sonst was rausnehmen. Und wir nehmen einfach mal hier die Quest an. Wir sollen hier so eine Art Bärenmonster besiegen und beziehungsweise gefangen nehmen. Bla bla bla. Und die in der blauen Kiste sind immer eure Basic-Items, eure Start-Items. Unter anderem die Karte wird jetzt aufgedeckt. Dann nehmen wir hier noch einen Trank dazu. Essen, Steine, die Schwerter zum Schärfen. Dann Farbball, damit wir wissen, wo der hinrennt. Und dann brauchen wir hier so eine Schockfalle, damit wir den einfangen können. Und mit den Beruhigungsbomben können wir den dann sogar zähmen. Aber da müssen wir dann erstmal sozusagen den Bären an sich etwas ruhiger stimmen. Wir gehen dann eigentlich gleich dort hoch. Mal gucken, ob das hier von dem Sound passt. Ich spiele jetzt hier mit diesen Doppelklingen. Finde ich persönlich ganz gut, wenn ich so ein bisschen mehr Movement machen kann. Die machen zwar nicht ganz so viel Schaden, aber ist ja nicht so schlimm. Und Monster Hunter, finde ich, macht halt am meisten Bock, wenn noch jemand anderes Monster Hunter hat. Aber jetzt kommt die kurze Videosequenz zu dem Monster. Das ist jetzt so ein ganz kleines, sinnloses Anfangsmonster. Aber die werden ja dann noch richtig monströs. So, der Typ scheint anscheinend Honig zu mögen. Und die Anfangsmonster, die sind noch recht sinnlos. Um den jetzt zu killen oder um den jetzt zu fangen, müssen wir den erst schwächen. Wenn der geschwächt ist, fangen die Monster sozusagen an, wie rumzuhumpeln. Und daran erkennt ihr, das war jetzt schon mal ein Miss, daran erkennt ihr dann, ob der dann geschwächt ist oder nicht. Ihr könnt hier in dem Spiel, wer das nicht kennt, ihr könnt ausweichen. Und was man hier zum Beispiel nicht machen kann, ausweichen, ist die Attacken abzubrechen. Also ihr könnt nicht permanent ausweichen, sondern müsst das richtig gut timen. Und das ist auch das Schwierige an Monster Hunter, dass man extrem hier vom Movement abhängig ist. Also man kann hier nie, wie ich das gerade beispielmäßig mache, hier einfach nur dastehen und auf das Monster kloppen und dann drauf hoffen, dass ihr nicht besiegt werdet. Also ihr müsst genau gucken, wie das Monster sich bewegt. Ihr müsst die Attacken kennen und dann... So, jetzt kann ich zum Beispiel wieder nie abbrechen, aber konnte gerade noch so ausweichen. Sinnlos. Hauen wir mal schnell ab. Normalerweise, wenn man es hier gut timet, dann schafft man das sogar locker, dass man überhaupt nie getroffen wird. ETF, das wollte ich jetzt gar nicht. Ach so, das macht er bei den Doppelklingen. So. Ihr habt dann auch immer Schwachstellen bei den Monstern und so weiter und so fort. Oh, gerade so. Und ihr könnt natürlich auch bei euren Items dann so eine Art Heiltränke nehmen. Das machen wir jetzt gleich mal. Zack. Y-Heiltrank rein in den Mund geschüttet. Und dann greifen wir mal noch an. Ich glaube, nicht mehr viel. Also Schwachstelle scheint bei ihm hier hinten zu sein. Er humpelt auch schon. Meistens so, wenn die humpeln, dann verlassen die die jetzige Region und gehen in eine andere. Und das könnt ihr dann zum Beispiel nutzen, um den Typen zu fangen. Ausdauer habt ihr auch nur begrenzt. Und zwar gehen wir jetzt mal hier runter.
und wählen dann mal schnell hier unsere. Zack, 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 so ist sie hier. Zack, und machen wir unsere Falle hier hin. Da müsste er genau reinlaufen mit Glück. Und wird dann geschockt und dann wählen wir einfach noch unsere. Genau. Unsere Schockfarbball will ich nie. Hier Beruhigungsbombe. Und werfen jetzt das drauf und schon haben wir den sozusagen gefangen. Der schläft jetzt sozusagen und wie gesagt, von der Quest an sich gibt es jetzt eine bessere Belohnung. Aber ich finde es immer cooler, die Monster zu töten, um die dann sozusagen zu schlachten. Und dann könnt ihr dann aus den Haut und Knochen und so weiter und so fort dann die bessere Rüstung machen. Und hier geht es einfach nur darum, Monster zu sammeln, Monster abzuschlachten, euch bessere Rüstung und Waffen zu schmieden. Und ja, jetzt gibt es noch die Questbelohnung und wenn ihr ab und zu mal was von Monstern, da ist ein paar Monster sehen wollt, kommt jetzt nie oft, was weiß ich, alle 2 Wochen vielleicht einmal oder so, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn euch das nicht so interessiert, es gibt ja tausende Let's Plays davon, ist ja nie so tragisch und ja. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. Und wir haben die Quest erledigt. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Macht's gut, tschaußen.